Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, ich begrüße Sie herzlich zum heutigen Interview mit Fabian Mühlberger. Fabian ist unter anderem Biologe und Naturfotograf. Sie kennen ihn wahrscheinlich auch von dem Format Terra X bei ZDF. Fabian, möchtest du vielleicht mal kurz beschreiben, wie dein beruflicher Alltag so aussieht? Genau, hi, schön, dass ich dabei sein darf. Mein beruflicher Alltag, der existiert in dieser Form eigentlich gar nicht. Es ist ein sehr abwechslungsreicher Job. Habe ich als Biologe oder Naturschützer arbeite, als Naturfotograf. Das bringt mich zu den verschiedensten Orten auf der ganzen Welt, zu den verschiedensten Projekten. Aber ich verbringe auch sehr viel Zeit am Computer mit Recherche. Und wenn ich dann wirklich im Feld bin, dann stehe ich meist sehr früh auf und gehe ganz spät ins Bett, halt ganz leise in der Natur. Zum Beispiel, du hast tagelang fast regungslos in einem Versteck verbracht, um eine der seltensten Katzenarten der Welt zu fotografieren. Und das ist der iberische Luchs oder Padeluchs genannt. Magst du uns diese Situation noch mal kurz erklären? Genau, das war letzten Monat tatsächlich. Da bin ich nach Spanien, um eben die seltenste Katzenart der Welt, den Padeluchs, zu sehen. Das wissen die wenigsten, dass die Tiere in Europa leben. Und dafür bin ich ins Hinterland zwischen Andalusien und Castilla-La Mancha im Süden Spaniens gereist, auf eine Ziegenkäsefarm. Denn dort ist die Natur noch einigermaßen intakt und einer der besten Orte, die seltenen Tiere zu sehen. Und dafür musste ich wirklich immer vor Sonnenaufgang in mein kleines Versteck und dort den ganzen Tag bleiben und konnte erst nach Dunkelheit wieder raus. Es ist im Hochland Spaniens, das heißt, jetzt im Winter ist es auch eiskalt. Und ich saß dann bei Minusgraden wirklich mäuschenstill, den ganzen Tag regungslos da, 6 Tage lang und hatte tatsächlich eine ganz kurze Sichtung von dem Luchs. Das interessiert mich natürlich auch aus psychologischer Sicht. Wie bleibt man denn da so optimistisch? Ja, wenn es einfach wäre, würde es ja jeder machen. Also man muss mit sich allein sein können. Einfach, das ist ein Skill, das man haben muss, habe ich gelernt, dass man einfach ruhig sitzen kann und mit sich selbst im Reinen ist und nachdenken kann. Und dann ist das eigentlich richtig schön. Dann genieße ich diese Zeit, diese Ruhe, die ich da habe. Und der Luchs ist dann einfach der Bonus. Der Grund, warum ich dahin bin, aber die Zeit genieße ich auch, ohne einen zu sehen. Und wenn man dann einen sieht, dann ist das natürlich das Größte der Gefühle. Und diese Freude habe ich mit sehr wenigen Dingen im Leben. Also ich bin ein fröhlicher Mensch, aber diese Freude, wenn man so ein seltenes Tier dann in freier Wildbahn zu Gesicht bekommt, das ist einfach unbeschreiblich. Genau. Also kann ich mir gut vorstellen. Wir sehen das ja immer so in den Dokumentationen, aber wenn man wirklich die Person hinter der Linse ist, die dann so sehnsüchtig auf diesen Moment gewartet hat und sich das dann einfach erfüllt, also ich glaube, das ist wirklich ein Erlebnis, was man nie vergessen wird. Aber gibt es auch Momente oder gab es Momente, wo du eine Expedition fast abgebrochen hättest? Abgebrochen nicht, aber es passiert mir regelmäßig, dass es mir richtig, richtig schlecht geht und ich irgendwo sitze und denke, was soll das? Ich könnte irgendeinen schönen Bürojob haben, wo es nice und schön warm ist und gemütlich. Also meist im Regenwald tatsächlich mein Lieblingsort, der treibt mich oft in den Wahnsinn. Wenn man da sitzt bei über 30 Grad und sich totschwitzt und zerfressen von Moskitos. Da war Kamerun, da habe ich 2 Monate in meiner Hängematte im Regenwald verbracht. Da hatte ich öfter diese Momente, weil da ging es den ganzen Tag mit Kriebelmücken, dann kamen die Bremsen, dann kamen die richtigen Stechmücken. Also irgendwer hatte immer Schicht von den fiesen Tieren. Und da war ich wirklich wahnsinnig mit dem ganzen Stich. Ja, da hast du mir eigentlich schon die nächste Frage beantwortet. Die wäre nämlich, ob du dir manchmal wünschst, einen Beruf mit weniger Risiko auszuüben. Nur in diesen Momenten, also nur wenn es mir richtig, richtig schlecht geht. Weil wenn es mir körperlich so schlecht geht, aber ich dann das Tier finde, nach dem ich suche, dann ist das auch wieder vergessen. Die Freude ist gewaltig. Deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, irgendwas dann im Leben zu machen. Das sind ganz kleine Momente, wo ich sage, ach, warum? Aber im Großen und Ganzen mache ich das, was ich schon immer machen wollte, mein ganzes Leben.
Toll. Ja, du hast ja auch schon viele Abenteuer erlebt und hast da ganz viel zu erzählen. Aber gibt es so einen Moment, der dich wirklich geprägt hat und der dich besonders beeindruckt hat? Ja, also normal erzähle ich dann immer von der Geschichte, wie ich dem Wolf in Kanada begegnet bin, wo ich Okay. am Insel ausgesetzt wurde. Das war auch ein ganz toller Moment, auch einer der besten in meinem Leben. Aber generell diese Begegnungen mit seltenen Tieren, vor allem großen Tieren, muss ich sagen, wenn ich zurückgucke, dann sind es diese Begegnungen, dass ich in Peru ins Wasser springe und aus dem trüben Wasser ist auf einmal ein Walhai direkt vor mir. Oder zur Dämmerung nachts in Borneo durch den Wald und auf einmal steht da eine Herde von Borneo-Zwergelefanten 2 Meter vor mir. Das sind schon diese wirklich unglaublichen Momente. Die großen Tiere, die haben es mir angetan. Auch wenn ich Frösche und Schlangen über alles liebe, diese wirklich Wow-Momente, an die ich denke, wenn mir solche Fragen gestellt werden, das sind die großen Tiere. Nochmal auf die Situation mit dem Wolf zurückzukommen. Also, wie nah warst du denn da dem Wolf? Der Wolf kam bis auf knapp 4 Meter an mich ran. Das weiß ich, weil mein Kameraobjektiv hat eine Naheinstellgrenze. 4,3 Metern. Und an einem Punkt konnte ich das Gesicht vom Wolf nicht mehr fokussieren. Der war wirklich sehr nah dran, der war sehr neugierig. Wie sollte man sich da verhalten? Also am besten ruhig bleiben. Ja, genau. Also an der Stelle, die Situation war, das war ein Küstenwolf. Ich habe ihn. Ah, okay. Ist er das? Genau, das ist genau die Situation. Ich lag zwischen dem Treibgut am Strand, das sind halt die Küstenwölfe, die das Meer abpatrouillieren, nach Nahrung suchen. Und der kam einfach ganz nah an mich ran. Und ich lag zwischen den Baumstämmen und er wusste gar nicht, was das ist eine Insel, da leben keine Menschen. Und der war einfach nur neugierig. Und als er dann so nah kam, da habe ich mich einfach kurz aufgerichtet, mich auf die Knie gegangen und habe so, hey, ganz ruhig. Und dann ist auch sofort wieder ein Stück zurück, bin wieder ein bisschen näher. Aber das ruhig bleiben ist wichtig. Aber auch nicht Beute spielen und sich auf den Rücken drehen lassen. Also einfach ruhig bleiben und sagen, hey, das ist nah genug. Ja. Und dann ist das gar kein Problem. Ich meine, Wölfe sind auch nicht so schlecht wie ihr Ruf, ne? Rotkäppchen ist keine Fachliteratur. Genau, also nochmal danke auch für den Hinweis und ich finde es auch nochmal wichtig, dass man darauf hinweist, dass es gibt ja immer so diesen Stereotyp des Wolfes, aber wenn man sich da ruhig und respektvoll verhält, wie du gerade geschildert hast, dann braucht man da, glaube ich, auch keine Angst zu haben, dass man direkt attackiert wird. Passiert. Ja, was inspiriert dich denn besonders an der Tierwelt oder ja auch an der Natur, weshalb du dich auch für diesen Beruf ganz bewusst entschieden hast? Es ist schwer zu sagen, weil ich das schon immer hatte. Seit ich ganz, ganz klein war, wollte ich mal Tierforscher werden und habe immer draußen gespielt und Tiere gesucht und schon bevor ich lesen konnte, Tierbücher gewälzt, einfach nur zum Bilder gucken. Das kommt einfach von ganz tief drin, diese Faszination und Begeisterung in der Vielfalt des Lebens. Jetzt als Biologe, was mich vor allem interessiert, ist, wie hängt alles zusammen und vor allem, wie hängen wir in diesem System mit drin? Wir sind ja nicht die außenstehenden Betrachter, die sich das System Erde angucken, sondern wir sind Teil davon und leben davon. Das finde ich ganz spannend einfach. Die Vielfalt des Lebens und wie stecken wir da mittendrin? Das ist das, was mich heutzutage antreibt. Aber woher es kommt, einfach eine kindliche Faszination, die ich nie verloren Aber das war auch eine ganz gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Also wir leben ja alle, ja, wir sind alle Teil der Natur und daher auch nochmal die Überleitung zum Naturschutz. Was bedeutet Naturschutz für dich? Vielfalt erhalten. Also es gibt zwei Hauptaspekte des Naturschutzes, sag ich mal. Weltweit müssen wir intakte Natur erhalten. Und der andere Aspekt, was vor allem auch auf Deutschland zutrifft, ist das Renaturieren, also zurück zu diesem natürlichen System. In Deutschland haben wir sie ja kaum noch. Deswegen, wir müssen das, was wir noch haben, unbedingt erhalten und dürfen davon nichts mehr verlieren und müssen so viel es geht wieder renaturieren. Hast du da vielleicht ein paar konkrete Tipps für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen, wie sie einen Beitrag leisten können für mehr Tier- und Naturschutz? Ja, oh, da gibt es 1 Million Tipps. Die ganz einfachen Sachen, das wirklich Simpelste, was absolut jeder machen kann, weil jeder von uns essen muss und einkaufen geht, Hm?
ist bewusster Einkauf. Ja. Das heißt, wir müssen alle Veganer werden oder so, sondern wirklich darauf achten, wo kommen unsere Lebensmittel her, Genau. weniger verschwenden und sich wirklich informieren. Das ist ein Beispiel Palmöl. Man sagt immer, nein, Palmöl ist ganz schlecht, Palmöl ist böse. Wir werden die Regenwälder abgeholzt. Das stimmt auch zum Beispiel. Aber dann darf man nicht sagen, ich ersetze jetzt Palmöl durch Kokosöl. Dann Genau. verlagere ich das Problem nur. Sondern dann muss man sagen, hey, ich kaufe mir keine Tiefkühlpizza, sondern ich mache jetzt mal selber eine Pizza und mache den Teig einfach nicht mit Öl. Ja. Und so spart man also einfach diese kleinen Dinge einsparen und darauf achten, wo was herkommt. Das ist extrem wichtig. Und ansonsten, was in Deutschland auch sehr wichtig ist, wenn man einen Garten hat oder einen Balkon, jeder kann ein paar kleine, schöne Wildblumen anbauen oder Pflanzen. Wiegen für die Bestäuber wichtig sind. Und dieser englische Rasen ohne ein Unkraut, das gehört nicht ins 21. Jahrhundert. Das brauchen wir nicht mehr. Das hat man früher gemacht, um zu zeigen, hey, ich bin reich, ich kann diese Nutzfläche haben, ohne Essen anzubauen. Ich kann es mir leisten. Daher kommt der grüne Rasen. Heutzutage ist das Schwachsinn. Deswegen wilde Gärten, macht da ein paar Blümchen rein. Genau, super. Und auch das Thema, was du nochmal angesprochen hast, wir als Konsumentinnen, wir haben ja auch einen großen Einfluss auf den Markt. Sieht man ja jetzt, es kommen viel mehr Bioprodukte in die Lebensmittelmärkte. Und wenn wir eben auch zeigen, wir wollen gewisse Produkte nicht mehr konsumieren, dann wird sich wahrscheinlich auch die Produktion ändern und dadurch können wir auch einen guten Beitrag leisten. Genau. Hast du vielleicht noch irgendwelche spannenden Projekte für dieses Jahr geplant? Ich bin mir ganz sicher, dass du etwas schon geplant hast, worauf wir uns freuen dürfen. Ja, es geht ja endlich wieder los in die große, weite Welt, so langsam. Und ich bin wieder für die Stiftung unterwegs, für Wilderness International. Und wir betreiben Regenwaldschutz in Peru und Kanada. Und ich treibe vor allem das Peru-Projekt mit an, amazonischen Regenwald, intakten Regenwald beschützen. Im März geht es wieder los. Dann schauen wir uns neue Landstücke an, kontrollieren unsere alten Landstücke und gucken, wie wir mit den Menschen vor Ort zusammenarbeiten können, um einfach diese extrem artenreiche Region zu beschützen. Genau, nochmal zu Wilderness International. Also ihr kauft dann gefährdete Gebiete im Regenwald, um dieses zu schützen, oder? Genau, das ist eigentlich ein ganz simples Konzept und ganz direkt. Wir kaufen Grundstücke mit intaktem Regenwald und mit Grundbucheintrag. Also die sind wirklich dann auch rechtssicher geschützt und vor allem dauerhaft, nicht mit irgendeiner Pacht über 20, 30 Jahre oder so, sondern wirklich für immer. Und ja, wir kaufen diese Grundstücke und refinanzieren sie dann durch Spenden von jedermann, der oder jeder Frau, die Natur schützt. Super. Also eine tolle Organisation. Ich würde die auch mal am besten hier verlinken. Und wer mehr Informationen möchte, der findet natürlich auch ganz viel auf Fabians Instagram-Kanal. Den verlinke ich mal hier. Ja, und ansonsten bedanke ich mich, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, dass Sie uns zugeschaut haben und bis zum nächsten Mal.